Wir wissen nicht, ob sich das Lama über den plötzlichen Schneefall wundert oder über den aufsehenerregenden Aufmarsch der vielen Zweibeiner. Schauspieler Rupert Everett trägt heute Pudelmütze, Dieter Bohlen trägt ein Hühnchen, Pamela Anderson ein Hündchen und Actionstar Chuck Norris ein strahlendes Lächeln im Gesicht. Alle hier freuen sich über die Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf Gut Eiderbichl. Nur Pamela Anderson macht das ein bisschen Sorgen. Ist das nicht erschreckend, dass Weihnachten jetzt auf einmal so schnell auf uns zukommt? Ich dachte, meine Mutter ist früh dran, weil sie schon anfängt, das ganze Haus zu dekorieren. Aber wenn man hierher kommt, realisiert man, dass man jetzt auch besser schnell schmücken sollte. Ich liebe Weihnachten und die Zeit davor ist auch so aufregend. Aufregend findet Patrick Lindner an diesem Abend, dass er soeben die Baywatch-Ikone kennengelernt hat. Und Pamela Anderson hat ihn schwer beeindruckt. Ich habe sie jetzt wirklich zum allerersten Mal persönlich getroffen und muss ehrlich sagen, sie ist total nett. Also unglaublich sympathisch und deswegen habe ich mich auch hingetraut und gleich ein Foto gemacht. Rupert Everett hat sein Handy auch schon gezückt. Der Brite wird uns gleich ein interessantes Geständnis machen. Doch zunächst zeigt sich sein Schauspielkollege Chris Noth begeistert vom vorweihnachtlichen Glanz und Glamour. Es ist wunderbar. Hier sehen Sie sich mal diesen tollen Raum an. An Weihnachten wurde mir als Kind übrigens klar, dass ich homosexuell bin und anders. Denn keiner in meiner Familie mag diese Christbaumkugeln und all die Lichter, das Glitzerzeug. Und ich habe das alles geliebt und immer das ganze Lametta aufgehängt. Ja, ich fand Weihnachten als Kind auch super. Mein Bruder und ich sind immer am Boden unter dem Christbaum gelegen und haben nach oben geguckt. Von den Weihnachtsanekdoten zurück zu den Tieren, denn durch sie fühlen sich Chuck Norris und seine Ehefrau gleich ganz wie zu Hause. All die Tiere hier, das ist einfach großartig. Es ist wirklich unglaublich. Und wir haben ja selbst eine Ranch in Texas und dort leben wir auch zusammen mit all unseren Tieren. Also hier ist es wie bei uns daheim auf der Ranch. Tierlieb sind hier natürlich alle Gäste, wobei sich die beiden Musiker Johnny Logan und Dieter Bohlen vor allem als Hundefreunde outen. Wenn ich nachts um 5 nach Hause komme, nach einem arbeitsreichen Tag, also wer freut sich am meisten? Mein Hund. Ja, er steht da, wackelt mit dem Schwanz und wirklich leckt einen ab, ist einfach toll. Tanja, meine Managerin und Freundin Tanja hat hier einen kleinen Hund. Der ist mein bester Freund. Er schläft sogar in meinem Bett neben mir. Ich weiß, das sollte man nicht machen, aber ich lasse ihn trotzdem. Und obwohl er nur so klein ist, braucht er am meisten Platz von allen. Aber ich liebe ihn einfach. Und weil alle hier die frisch eröffnete Weihnachtssaison lieben, nur noch eine kleine musikalische Einstimmung von Johnny Logan. Er singt seinen Lieblings-Christmas-Song a cappella und ganz exklusiv für uns von Brisant. To lay before the king, ba rap a bum bum, rap a bum bum, rap a bum bum.